Herzlich willkommen zur neuen Folge hier bei 7-2D. Ich werde kurz mich vorbereiten. Und zwar will ich jetzt eine Mission aktivieren und das mal nach der Reihe abfahren. Und das wollen wir unser Gepäck erstmal mal rausnehmen und entsprechend das mitnehmen, was wir brauchen und nicht, was wir hier lassen können. Das heißt, Fackeln können hier bleiben, Eisen kann hier bleiben. Das meiste an Holz. Lassen wir auch hier. So, Federn. Mechanische Teile. Fett. Beton. Aktuell koche ich was ab. Nebenbei können wir gleich noch ranfahren und Sachen verkaufen beim Händler. Das möchte ich noch einbauen. Irgendwo. Hier oben, um das entsprechend abzusichern. Das nehme ich auch raus. Das kommt in Dings rein. In meine anderen Kiste. So Lebensmittel. Munition, Verband, Schrotflinte. Pistole. Dann mal schauen, ob wir noch Munition haben. Beziehungsweise erste Garagentor ist fertig. Munition, da müsste ich mir mal gucken, ob ich noch Messing habe. Oh ja, 340 Stück. Werden wir gleich mal was herstellen. Wäre nicht schlecht, Schießpulver. Einmal Geschossspitzen. Ich hatte hier irgendwo noch ein Tor gehabt, glaube ich. Bisschen habe ich hier keine. Die Gläser können wir nebenbei wieder voll machen mit Wasser. So, Stahlfochter. Ja. Bei Eisentüren. Gut. Da. Stille eine Eisenachse und eine Vierer, okay. Schießpulver. Geht tatsächlich zur Neige, ne? Da werden wir gleich was herstellen. Kohle, Nitrat, wir haben noch mehr davon, Kohle, Nitrat. Kohle, 6000. Nitrat haben wir jetzt. 3000 locker. Da werden wir jetzt Nitrat herstellen. Und zwar werden wir hier das Holz reinknallen, einschalten, mischen. Denn das werden wir brauchen, ne? Wäre mir ja blöd, wenn wir nicht machen würden, ne? So, das kann das zurück. Das auch. Aber ich glaube, ich hatte hier noch einen gehabt, aber mal sehen. So. Eine Eisentür. Das Tor wollte ich hier einbauen. Und zwar ist es doch vielleicht doch besser, wir machen zu. Das heißt, es ist größer. Das heißt, wir müssen mit aufbauen. Das müssen wir tun, ne? Dann nehmen wir einen mit.
Gut. Aber einer reicht. Unterwegs. Da werden wir gleich. Ja. Tür einsetzen. Und zwar. Klingt verrückt, aber wir müssen die Tür zumachen, ne? Ups. Falls doch die Zombies mal reinkommen sollten, können wir wenigstens in dem Bereich uns, naja, sicher fühlen kannst du nicht, aber ist halt dann zu, ne? Denn das wollen wir hier ein bisschen absichern. Genauso wie hier. Genau, kann man hier rein. Und jeder Bereich ist so heikel, in Anführungszeichen, aber dann haben wir halt unsere Werkstatt ein bisschen gesichert und wir können uns hier dazu machen. Natürlich ist nicht sicher, aber wir können uns entsprechend auch hier in der Zeit da oben flüchten, da muss ich noch was bauen. Gut. Munition herstellen. Ich habe jetzt Dings drin, Hülsen, Patronen. Und zwar für die Pistole, die Magnum-Pistole. Da stellen wir erstmal rund 30 her. Das ist für das andere Gerät. Das Maschinengewehr und Jagdgewehr. Und jetzt zum Rest. Jetzt fehlt Schießpulver. Da müsste ich eigentlich nichts mehr haben. Alle stellen wir aktuell hierher. Das ist ja bis morgen ja locker fertig. Und dann ist das auch gut geregelt. Sollte an sich kein Problem sein. Habe ich das dabei? Das habe ich, habe ich. Ein paar Tuckels habe ich auch noch. Leere Flaschen. 33, gut, da kommen wir nicht weit. Hier sind keine leeren Flaschen. Dann habe ich hier leere Flaschen. 3, okay. Leben, Patronen, Turret-Munition, Patronen für unser Schrotgewehr. Ein bisschen stärken. Wir müssen ja ein bisschen hier den Wert wieder auffrischen auf Maximum, ne? Meine Ausdauer ist auch im Keller. Genug gegessen. Ich befürchte, dass ich dadurch eine Vergiftung holen könnte. Das wäre äußerst ungünstig. So, das halt mit. Benzin fürs Moped wäre nicht schlecht. Den könnte ich hier lassen. Das brauche ich sicherlich. Für Notfall Eisenspeer. Ja, gut. Zu trinken haben wir auch mal bei. Ansonsten Wasser aus dem Feuer. Gut, das heißt, jetzt geht das los. Da ist zu. Und zwar Mission. Also hier sehe ich aber keine. So gar nicht. Also hier
1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich meine, alles muss überhaupt nicht gemacht werden, aber ich will im Prinzip alle aktivieren, um, wenn solche in der Nähe sind, dass man die auch entsprechend erlösen können, ne? Und wir fahren jetzt auch zum Händler ran und werden ein bisschen was verkaufen. Und zwar habe ich hier extra eine Kiste. Können wir auflassen. Habe ich hier eine Kiste, wo wir alles verkaufen. Das heißt, das, was ich schon weiß, brauche ich ja nicht nochmal lernen. Ne? Und das wird dann verkauft. Und vielleicht habe ich das Glück, in Anführungszeichen, dass wir da Bücher kaufen können. Das wäre nämlich sehr schön. Unser kleines Bargeld. Das klingt verrückt, aber Pistolen, Maschinengewehre, Teile zum Leeren für Mods kann man gut verkaufen. Kennen wir schon, bringt so viel Geld. Ne, gut. Ich denke, wir sind gut überladen. Der brauchen wir nicht. Jetzt geht los. Erstmal fahren wir zum nächsten Händler, den wir kennen. Das habe ich hier fertig gebaut. Also wenn sie jetzt hier hochkommen, werden sie hier entsprechend empfangen. Ein von beiden ist mal aktiv. Und hier mal reparieren. Hier ist der Kellereingang. Ich habe die Außenwand mittlerweile verstärkt. Da habe ich zu Zufall mal einmal mit Stahl verstärkt. So, die Wände sind auch verstärkt. Könnten aufgewertet werden. Oben kann das gleiche gemacht werden mit Aufwertung. Genauso was oben die Wand noch betrifft, die jetzt nur noch normal ist, die muss ich auch noch aufwerten. Denn falls ich dahinter und die kommen dann rein, ist ungünstig, ne? So. Die werden wir jetzt wieder mal mit Gewehr in der Hand nehmen. Man weiß ja nie. Hier müssen wir ein bisschen nachgraben. Hier kann man auch noch aufwerten, theoretisch. Aber hier außen ist man nicht so wichtig. So. Moped. Ist hoffentlich leer. Ja, gut, die Flasche. Das ist okay. Haben wir mal so einen Händler und verkaufen mal die Sache. Ein Händler war eine Eiswüste und wir fahren nochmal den ersten Händler ab. Wir werden mal gleich mal aktivieren. Lesen kann man erstmal mal aktivieren, was? Ja. So. Voll sehr an einem Versuch für dich. Erledige deinen Auftrag und darfst dich anschließen. Oder versuchst also alleine zu überleben. Töte ein paar Zombies, Hilfsarbeiter. Nächste ist, geht nicht. Nächste ist, hey da, Zombiefutter. Schaffst. Schade, einen habe ich schon mal erledigt, ne? Den nächsten. Erledige das, obwohl ich. Oh,
Ja klar. Mit einer Feueraxt erledigen, ne? Also blöder geht's ja bald gar nicht, ne? Ja, gut, das ist. Das geht auch nicht mehr. Gut, dann machen wir es erlegen. Ich habe nämlich keinen Platz dafür. Das sind keine guten Aufgaben. So. Ach gut, das geht gut, das geht. Wo ist das ungefähr? 6, da ist es. Okay, dann fahren wir hin. Das heißt geradeaus und dann rechts. Ich finde noch in der Nähe einen guten ein Hilfspaket, ne? Zum Beispiel würde mir ganz gut tun. Außer nicht so kalt hier. So. Halt! Beute! Bleib stehen, Junge! Nächstes Mal. Hilfspaket. Hat er Nähe? Oh ja, nicht mehr fahren wir Füße. Noch nichts zu essen, aber immerhin was zum Verkaufen. So, das war ein sauberer Kopfschuss. So muss es sein. Wir müssen ja auch Fleisch haben, ne? Das ist im Grunde genauso wichtig wie jetzt Geld. So. Da soll ich mir eine Axt erledigen. Ist bescheuert. Aber das Ziel bin ich echt schlecht heute gewesen. So, Essen ist gesichert. Auf geht's.
Heute nicht, Junge, heute nicht. Zu viel. Gut, da ist der Händler da. Ach ja, gut, okay, dann fahren wir zum Händler. Immer wichtiger, dass wir was lernen, ne? Ein Hase! So, das Hase geht erstmal mit Munition durch. Natürlich wichtig. Ja, Metall hätte ich auch noch ernten können. Na gut, okay. Ja, vielleicht ein andermal. Muss aber meine Mine zeigen in der Erde, was ich da gebuddelt habe. Also, schon ein Riesending. Ja. Hier meine alte Hütte. Ja, das war doch Zeiten hier. Ach, keine ruhige Nacht. Immer haben sie mich aufgelauert. Ach, hey. Ich habe mich kaum getraut, ein Feuer zu machen und schon mal nicht da. Da gab es keine sichere Ecke. Und dann die Holzfäller, die extrem schwer gehen. Also. Was ist hier für ein LAN eigentlich? Shotgun. Ich bin nicht reingekommen, weil ich einfach zu. Damals noch nicht stark genug war. Der Händler, wo ist überhaupt der Händler? Da oben? Tatsächlich vorbeigefahren? Nee. Wo war da der Händler gewesen? Na ja, gut. Mal schauen. Da war da oben irgendwie. Oha! Das ist kein Hund, das ist ein Riese. Das ist kein Händler, das ist ein Gashändler. Und hier war auch Ende, glaube ich. Gelben Augen, du! Den würde ich nicht im Dunkeln begegnen. Ja, da gibt es so einiges, was man noch erkunden könnte, ne? Puma. Naja, aber noch genug Fleisch. Jo, Mieze Katze. Heute nicht. Heute darfst du leben. Ich hab zwei Wildschweine. Ja. Ich weiß, dass hier ein Händler war. Weiß ich genau. Aber wo genau? Das kann nur da gewesen sein. Ne? Also. Na gut. Nützt ja auch nichts, wir müssen weiterfahren. Das heißt, kurz rein in eine grüne Zone und dann hinten raus. Der Benzin um noch, ne? Mal schauen, da bin ich wieder. Da sind wir jetzt. Da müssen wir jetzt nach rechts abbiegen oder links.
Da muss ich mal ganz kurz Kontrolle machen. Wenn es Kilometer weit, genau richtig, Kilometer weit in die verkehrte Richtung fahren, ist es blöd. Das ist blöd. Also hier könnte man noch Mais holen, aber aktuell unser Mais versorgt uns ganz gut. Also von daher, mit Mais haben wir jetzt keine Schwierigkeit mehr. Das Einzige, was uns fehlt, ist im Prinzip, ist ein paar andere Dinge, ne, die man so braucht. Ne? Schiff. Wie jetzt ja, Blaubeeren, Pilze. Pilze habe ich noch einen Samen da. Muss ich mal einpflanzen bei Gelegenheit. Kartoffeln vermehren. Oder Händler muss da hinten irgendwo sein. Ganz kurz mal gucken. Und richtiger Weg, glaube ich. Hoffe ich. Berge. Und du. Na, eingefroren. Tschüss. Was ist da oben Schönes? Der Händler. Ja, das ist schon eine schöne Festung, ne? Aber leider, ja. Das ist unhöflich, man geht mit dem Gewehr rein, ne? So, guten Tag, Händler, ich bin da. Ich muss auch mal sehen, hier, das ist ein Baum. Hier, der Automat ist der größte, na gut. Wenn man Geld ausgeben könnte. Looking for something, patient. So. Oh, aber ich krieg Belohnung. So. So, was brauche ich für das? Waffenmunition. Ja, das brauche ich nicht. Das ist. Das ist gut. Backup oder Helm. Na gut, das brauchen wir nicht. Die große Kuh. Eisenwerkzeuge. Tierfett. Klauenhammer. Eisenschaufel. Deshalb brauchen wir es nicht. Haben wir alles. Chemikalien, Schießpulver brauchen wir auch nicht. Kleber auch nicht. Das haben wir alles selber. Und können es selber herstellen. Scheinwerfer. Stahlgussblock, das brauchen wir auch nicht. So. Viel hast du nicht gehabt, Junge. Ich aufpassen, dass ich nichts Verkehrte bekomme. Und alles, was Buch auf ist, kann ich schon und kann deswegen jetzt auch verkaufen. Das nicht. Das so. Pistole. Danke.
Motor. Spiele Eisen. Das kostet ja Spaß. Das ist teuer. Messing. Rye. Schießpulver. Messing, das geht. Das können wir leisten. Well, it's about time you bought something. Genau. ...1,8 abholen. Na, heute nicht. Heute nicht, Junge. Weil... Okay, haben wir noch gelernt, ne? Auf den nächsten Händler. Es ist 16:52. Die müssen uns beeilen, dass wir noch einen zweiten vorbeikommen. Blutmondnacht ist heute nicht, haben wir Glück. Nestle. So. Wir haben gesagt 17 Uhr jetzt im Spiel. Nochmal zurück. Das Zombies erledigen bringt mir jetzt keine Punkte, weil ein Päckchen ist halt in der Nähe. Also hier ist keins. Laut Karte ist gerade auf jetzt. Aber wo? Wollte eigentlich noch hier. Ach da. Ach da. Das ist halt weg. Muss kurz überlegen. Der andere Händler war. Der war hier. Wir werden mal hier ranfahren, die Straße. Und die eine Aufgabe erfüllen irgendwie. Ups. Camping. Na, nicht heute. Ich sag so, eine Straße mal langfahren, aber vielleicht können wir hier doch mal langfahren. Ne? Hier Schatten vom Baum. Hier ist kalt. Wie gesagt, sind Händler ein bisschen zu weit, aber wir werden uns alle noch schaffen. Wo ein Ausrufezeichen ist. Fahren wir in eine grüne Zone, aber so kalt ist hier. Mal uns kurz gucken. Wir folgen mal der grünen Zone. Und dann kommen wir auch mal hin. Wenn wir Glück haben, ist hier nicht allzu hügelig. Kommen sogar zwei Kartons. Oh! Der eine ist gleich um die Ecke hier.
Das kommt wie gerufen. Munition. So. So, liebe Schauer, das wär's heute gewesen. Nächste Folge wird dann die eine Mission erledigt. Wie? Da ist kein Händler, wollte ich sagen. So, mal kurz gucken. Dann müssen wir rechts die Straße hoch. Dann sage ich von hier mal Tschüss und winke, winke, ciao, ciao. Es geht gleich weiter in der nächsten Folge. Tschüss.